Unglaublich. Diese Gruft war die ganze Zeit hier. Ich hatte erwartet, dass mich zu Hause nach Emilias Begräbnis eine niederschmetternde Endgültigkeit übermannen würde. Und ja, als ich die letzten Begräbnispflichten erfüllt hatte, war ich überzeugt, ich würde neben ihr zu Boden fallen und sterben. Nicht aus Trauer, sondern wegen der furchtbaren Erschöpfung der letzten Wochen. Doch als ich der Mausoleumsstein schloss, spürte ich eine Art Frieden und Energie, was mich völlig überraschte. Dies war nicht das Ende unserer Geschichte, und ich war ein Narr, das zu glauben. Ihr Körper mag fort sein, doch ihr Geist ist noch hier, im Anwesen, in mir, in Lara. Ihre Seele und meine sind eins, und der Tod ist bloß eine flüchtige Unterbrechung. Ich trat aus der stillen Kälte hinaus in ein gleißendes Sonnenlicht, und meine Gewissheit wuchs. Der Tod ist nicht das Ende, und es ist noch vieles zu tun. Sie heimgeholt. Meine liebste Lara, es ist sehr schwer, dies zu schreiben, weil ich weiß, dass es für dich nur Worte auf Papier sein werden. Ob du dich an meine Stimme erinnerst? Wie wir zusammen gespielt und gelacht haben. Oder ich dich getröstet habe, wenn du traurig warst. Denk dran, dass ich immer noch bei dir bin, Lara. Meine Energie, meine Liebe. Sie ist in dir. Und das wird sie immer sein. Nutze diese Energie und folge deinen Leidenschaften im Leben. Lass dir nie von anderen den Weg vorschreiben. Wer du sein wirst, bestimmen deine Entscheidungen. Die Liebe, die du gibst, die Versprechen, die du einhältst. Ich hoffe, du bist glücklich. Dass du geliebt und erfolgreich bist bei allem, was du dir vornehmen wirst. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Vergiss mich nicht. Mit all meiner Liebe, deine Mutter. Das? Ein Brief? Lara, ich habe die notariell beglaubigte Bestätigung über Emilias Grab und die Entdeckung der Gruft auf dem Anwesen erhalten. Ich verstehe zwar nicht, warum dein Vater das Schicksal deiner Mutter ihrer eigenen Familie vorenthalten hat, doch damit sind alle rechtlichen Ansprüche, die ich auf das Anwesen gehabt habe, ungültig. Das Croft-Anwesen und das restliche Vermögen deines Vaters gehören für alle Zeiten dir und du kannst frei darüber verfügen. Solltest du einmal Hilfe bei der Verwaltung des Anwesens benötigen, hoffe ich, dass du dich wieder an mich wendest. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Ich war so auf meinen Onkel konzentriert, darauf, ihm das Anwesen streitig zu machen, dass ich nie gemerkt habe, wie viel mir dieser Ort wirklich bedeutet. Aber seit ich hier bin, spüre ich die Gegenwart meiner Eltern. Ich spüre die ganze Geschichte meiner Familie und wie tief wir hier verwurzelt sind. Ich möchte meine Eltern ehren. Ich möchte all meine Vorfahren ehren. Die Croft-Familie mag so gut wie vernichtet sein. Aber ich werde unseren Namen und unser Haus wiederherstellen.